März 2022. Es hatte doch noch einmal geschneit. Laut Nachrichten und der Wetter-App aber nicht so viel, dass es für eine Schlittentour zur Kohlhaukuppe hinanreicht. Also entschließe ich mich, heute die Alternativroute zur Kuppe zu nehmen. Diese ist wesentlich kürzer, dafür steiler und führt am Anton-Günther-Gedenkstein vorbei. Die Auswirkungen der vergangenen Stürme machen den Weg von Anfang an zu einem Abenteuer. Doch die Mühe lohnt und so stehe ich bald am Platz mit dem Anton-Günther-Stein mit dem markanten Relief. Der Platz ist gut gewählt. Von hier hat man einen sehr schönen Blick nach Geising zu. In vielen Orten, nicht nur im Erzgebirge, gedenkt man mit Anton Günther, dem Heimatdichter und Volkssänger und dem Erfinder der Liedpostkarte. Mein Weg führt mich geradewegs weiter in den Wald hinein. Bis ich auf diesen Wegweiser treffe. Ab hier geht es bergan. Von den beschriebenen Stufen ist heute nichts zu erkennen. Durch die Bäume geschützt ist doch ordentlich Schnee liegen geblieben. Den Weg hinauf habe ich schon die Idee, wenn ich ein Video über diese Tour mache, muss die Musik von Anton Günther mit hinein. Richtung Kohlhaukuppe hoch sind immer wieder Relikte einer ehemaligen Seilbahn zu erkennen. Bei einem vorherigen Besuch auf der Baude erzählte mir der Betreiber, dass hier ganz früher eine Skipiste mit eben einem Skilift existierte. Aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Dafür erspähe ich mein heutiges Ziel. Der Weg ist doch ganz schön steil und ich bin froh, mal eine Pause machen zu können. Hier gibt es aber auch tolle Filmmotive. Beim Blick zurück denke ich, die Leute müssen ordentlich Mut gehabt haben, hier runter zu brettern. Viel Platz ist nicht in dieser Schneise. Steil geht es sowieso. Und immer mal ein Mast der Seilbahn am Wegesrand. Respekt! Der Antriebsmotor der Seilbahn bedeutet das Erreichen des Gipfels der Kuppe. Zur Belohnung gönne ich mir erstmal das obligatorische Knoblauchwässerchen. Die Zeit, bis das Essen fertig zubereitet ist, nutze ich zur Turmbesteigung und einen Rundblick über das Osterzgebirge. Mit Knoblauchsuppe und Schnitzelbrötchen werden die verloren gegangenen Kalorien ersetzt. So gestärkt mache ich mich auf den Heimweg. Nachtrag. Musik von Anton Günther findet man im Internet bei YouTube. Man kann auch eine CD mit seinen Aufnahmen kaufen. Mir schwebte aber so eine Originalaufnahme vor. Woher nehmen? Zum Weihnachtsmarkt hatte bei mir im Ort das Heimatmuseum nach 2 Jahren Corona-Pause geöffnet. Und da steht doch in einem kleinen Nebenraum völlig unbeachtet ein Grammophon. Ich spreche einen Mitarbeiter des Museums an. Er greift in den Schrank mit den Platten und gleich obenauf liegt die von mir gesuchte.
Denn jeder will wohl später sei und fehlt den Diesel ein. Dreht den Bettner, nimmt sein Frei und lacht sich mehr an, sonst du. Denn im Kenzen ist der Hamburg zu. Und wenn es sei, befremd, dann ist es sei entlang. Wenn Feier freut, ist es nie wieder warm. Gott, weil uns es gut verfolgt.